Begleitet mich in meiner Umzugswoche. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Umzugsvlog. Ja, heute ist Montag. Und ja, noch steht hier alles voll. Muss heute Abend noch ein bisschen was zusammenpacken, falls aber kurz zu Ikea, brauche noch ein paar Umzugskartons und muss noch die eine oder andere Sache kaufen. War heute Morgen mich schon abmelden, das heißt, in meinem Personalausweis steht, dass ich jetzt keinen Wohnort mehr in Deutschland habe, das zeige ich euch später mal. Und ja, was soll ich sagen, so langsam packt sich alles zusammen. Mein Vater war heute da, hat die ganzen Lampen demontiert. Genau, dann ist das schon erledigt. Ja, ich habe ja die Wohnung, also die Wohnung miete ich ja noch bis Ende Oktober. Und das heißt ja, meine Mama meint das schon, sie wird dann irgendwann kommen, nochmal die Wohnung aufräumen, wenn ich das morgen nicht schaffe. Ich weiß nicht, also morgen wird kommen die Umzugsleute um 7 Uhr. Wir werden hier alles einladen. Am Mittwoch fahren wir dann über die Grenze zusammen, also über den Zoll mit meinem Auto, weil das muss ja auch verzollt werden. Es ist so, dass man einmal verzollen darf, also kostenlos verzollen, also nicht verzollen muss, aber also man darf einmal mit seinen ganzen Sachen über den Zoll fahren, über die Grenze, ohne dass man halt was bezahlen muss. Und deswegen muss das alles zusammen gemacht werden. Genau, und innerhalb eines Jahres, nachdem man in die Schweiz gegangen ist. Das heißt, ja, ich hätte bis 1. Dezember Zeit gehabt. Und Donnerstag wird dann wieder entladen in meiner neuen Wohnung. Das heißt, 3 Tage lang. Steht jetzt Umzug an. Morgen schlafe ich dann bei meinen Eltern zu Hause, wo ich dann jetzt immer schlafen werde, wenn ich nach Deutschland komme und sie besuchen. Heute ist dann die letzte Nacht in meiner Wohnung. Ja. Ist auf jeden Fall schon crazy, wenn man das so überlegt, aber ich freue mich jetzt auch. Also mittlerweile ist hier so ein Chaos und oh. Beim Umzug merkt man eigentlich auch erst, wie viel Kram man hat. Und das Problem war auch bei mir, weil ich mir jetzt fest vorgenommen habe, ich war ja seit Dezember nur noch sporadisch, einmal im Monat hier und habe im Prinzip meinen ganzen Kleiderschrank, meine ganzen Klamotten, die hier waren, fast gar nicht angerührt seit Dezember. Und dementsprechend habe ich vieles vergessen. Und ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall auszusortieren. Auf jeden Fall die Sachen nochmal anzuprobieren, bevor ich sie in den Schrank räume in der Schweiz, was super anstrengend wird. Aber ja, so ist es. So ist das. Ja, ich muss wieder radikal ausmisten. Ich werde auch dann wieder Insta-Sales machen mit Disney-Sachen und so, alles bei Instagram, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt, wie gesagt, fahre ich zu Ikea, habe heute mich schon, habe schon gekündigt bei Telekom. Man darf ja, wenn man ins Ausland zieht, außerordentliche Kündigungen einreichen. Das heißt, man hat eine Monats Kündigungsfristen und nicht, man muss sich nicht an den Vertrag halten. Also wenn man jetzt zum Beispiel 2 Jahre Handyvertrag hat, muss man sich nicht daran halten, wenn man ins Ausland zieht. Ja, musste die Abmeldung mitschicken. Jetzt muss ich morgen dann noch meinen Router und meinen Fernsehreceiver bei der Telekom abgeben gehen. Gehe auch morgen Abend nochmal mit Daria essen. Genau, wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen. Und ja, morgen vielleicht schaue ich noch kurz zum Friseur. Ich muss noch Spitzen schneiden. Das habe ich auch schon ewig vor. Irgendwie komme ich auch nie dazu. Aber das ist alles, wenn die Sachen hier rausgeräumt sind. Das ist der Plan. So, jetzt fahre ich jetzt mal zu Ikea. Ich habe ja eben erwähnt, ich habe kaum mehr Lampen. Ich habe nur noch Stehlampen hier. Deswegen wird es immer dunkler. Aber im Bad hängt auf jeden Fall noch eine Lampe, die von den Vormietern, die habe ich jetzt wieder dran gemacht. Ja, das war jetzt heute nicht so erfolgreich mit Ikea. Die streiken irgendwie und machen um 18 Uhr zu. Und da wir vorher noch bei anderen Läden waren, weil ich dachte, Ikea hat bis 20 Uhr offen. Ja, war das ein Reinfall. War ich jetzt dann bei Hornbach, habe jetzt noch Umzugskartons gekauft und versuche morgen nochmal zu Ikea zu fahren. Hoffentlich klappt das. Ach, dann wollte ich eigentlich noch zum Friseur, der haben dann aber auch um 19 Uhr zugemacht. Jetzt habe ich Umzugskartons und Sticker mitgebracht, weil ich möchte die Kartons, die im Keller stehen und die auch in den Keller wieder sollen, wie Weihnachtsdeko oder Sommerschuhe, sollen auch wieder in den Keller gebracht werden. Aber das können sich die Umzugsmenschen ja nicht merken. Deswegen möchte ich rote Sticker irgendwie auf den Karton oder neben den Karton kleben oder überall auf den Karton, dass sie wissen, okay, die Kartons müssen wieder zurück in den Keller, weil ich wohne jetzt, also ich ziehe jetzt vom Erdgeschoss weiter nach oben
Und dann keine Lust, die ganzen Treppen mit den ganzen Kartons, die nicht nach oben gehören, ist auch Platzsache, dann wieder runterzutragen zu müssen. Aber auf jeden Fall brauche ich nächste Woche kein Fitnessstudio. So viel kann ich sagen. So. Dann würde ich sagen, nehme ich euch jetzt mit ins Bad und befülle die Umzugskartons mit den restlichen Sachen aus dem Bad. Ja, guten Morgen. Ja, soweit. Also wir haben jetzt 6:30. Dann haben schon noch kommen die Männer. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen ins Auto tragen. Ansonsten, ja, sieht so aus. Die ganzen hängenden Sachen nehmen die ja mit. Irgendwo welche Stehlampen stehen, weil ich ja kein Licht mehr habe. Ich habe so viel lieb von diesen Plastikkisten. Oh ja, das nehmen die alles mit. Bin gespannt, wie lange sie brauchen. Ja, die Küche ist komplett dunkel. Da habe ich gar kein Licht. Ja, Schlafzimmer auch soweit. Abfahrt bereit. Ja. Bin gespannt. Ich habe gestern schon auf Insta gesagt, ich habe bestimmt so 80, 85 Kisten. Übrigens, das, was auf der Fensterbank liegt, bleibt hier. Das Ding muss ich auch noch irgendwo mitnehmen. Und das Steamboat Willy Boat. Ich mag ja meinen Dyson wirklich sehr, aber also diese Aufbewahrungsbox, weiß nicht, was sie sich damit gedacht haben. Das ist so riesig. Aber da sind auch noch so andere Teile drin und wegschmeißen will ich es irgendwie auch nicht. Aber also das ist ja ein Monstrum, diese Aufbewahrungsbox. Naja, die muss jetzt noch mit. Und Steamboat Willy kommt jetzt auch noch in irgendeinen Korb. So, sind da. Kam ein bisschen zu spät, knapp 20 Minuten, aber sie sind da. Jetzt geht's los. Ja, der LKW füllt sich. Jetzt wird gerade mein Bett reingetragen. Und ja, so viel fehlt gar nicht mehr. Hier sind noch Tisch, ein paar Kisten. Ja, die Pflanzen hier. Und ja, der LKW füllt und füllt sich. Ich glaube, er wird auch bis hier oben hin voll sein. Aber die Jungs machen das echt super. Also, ja, mega zufrieden. Ja, hallo. Aus einer fast leeren Wohnung. Die Couch ist noch da und halt die Küche und den Spiegel. Mehr nicht. Sonst ist alles leer. Ja, deswegen schallt sie ja wahrscheinlich. Die Herrschaften kamen ja um 6:40, war ein bisschen Verspätung und dann waren sie um 13 Uhr fertig mit allem. Der LKW war auch bis oben hin voll. Kann ich mal ein Bild einblenden, aber das war noch nicht das Ende. Also wirklich, ich hätte die Couch nicht mehr mitnehmen können, es wäre kein Platz mehr gewesen. Es ist wirklich bis zum letzten Zentimeter alles auf Platz an ausgenutzt. Sehr, sehr nett auf jeden Fall. Heute waren sie zu viert. Morgen werden sie tatsächlich erst nur zu dritt sein bei mir. Ja, mal gucken, wie sie. Also, sie haben auf jeden Fall 2 Tage eingeplant. Die werden auf jeden Fall länger brauchen. Ja, und dann bin ich mit denen zum Zoll gefahren, hier in der Stadt, und ich habe mich schon gewundert. Ich so, hä? Bei meinem Freund damals musste man nicht zum deutschen Zoll, aber gut, ich bin da mitgefahren, weil mein Auto ja mitverzollt werden muss. Und dann sind wir da angetanzt und dann meinte sie erstmal so, was machen sie denn hier so, die vom deutschen Zoll, beim Export? Und wir so, ja, sie ziehen nach Deutschland. Und ich so, ja, ich habe ja mein Auto noch und so, bla bla. Und dann guckst du so auf die Liste und sieht, dass das Auto gar nicht mit erfasst wurde vom Umzugsunternehmen, von der Spedition. Ich so, ja, weil ich habe es ja mitgeteilt und ich habe auch alles ausgefüllt, was sie wollten und so weiter. Da steht auf jeden Fall auch mein Auto drauf. Ja, nee, muss noch drauf. Das heißt, es wurde auch schon eine MAN irgendwie erstellt. Ja, dann hat sie, die Dame vom deutschen Zoll, war sehr, sehr nett und hat geholfen und hin und her telefoniert, bla bla. Ende vom Lied. Ich bin dann nochmal zum Umzugsunternehmen, weil das hier auch in der Stadt ist, nochmal ins Büro gefahren. Die haben meinen Fahrzeugschein und meinen Kaufvertrag
eingescannt und dann irgendwo hingeschickt. Dann gab es eine neue Nummer, also eine neue Ablaufnummer oder so, hieß es dann. Dann musste ich dann alleine mit meinem Auto nochmal zum Zoll. Mit dieser neuen Nummer und meinem Koffertrag und bla bla. Und ja, jetzt scheint alles zu passen. Auto ist mit drauf. Jetzt kann es losgehen. Es geht morgen aber, also es geht ja morgen früh los. Die Herrschaften werden um 3 Uhr morgens losfahren mit dem LKW. Brauchen aber knapp 7 Stunden mit Pause. Und ich fahre dann so gegen 5, 6 los. Ich brauche ja nicht ganz so lange mit dem Auto. Und dann treffen wir uns an der Grenze, weil da müssen wir auch nochmal zum Zoll, zum Schweizer Zoll. Und ja, und dann sind wir wahrscheinlich so gegen 12 sind sie dann bei mir zu Hause. Dann wird auch schon ausgeladen ein Teil und der Rest dann am Donnerstag. Ich bin mal gespannt, wie lange sie brauchen. Sie haben jetzt auch einen Aufzug eingepackt, weil hier hatten sie es natürlich angenehm. Alles im Erdgeschoss, sieht in der neuen Wohnung leider nicht so aus. Und sie sind auch nur zu dritt anstatt zu viert. Das heißt, ja, wird schon anstrengend. Ich habe auch den einen gefragt, ob die schon mal höher. Und er meinte so, ja, 5. Stock ohne Aufzug. Das ist hart. Naja, auf jeden Fall, habe ich jetzt hier noch fertig gestaubsaugt, muss auch die restlichen Sachen in mein Auto laden. Dann fahre ich noch in meine Stadt, muss bei Telekom meinen Router und meinen Receiver abgeben und dann treffe ich mich noch mit Daria zum Essen. In meinem besten Outfit. Ich habe das selber an wie gestern. Ich habe aber auch keine Klamotten mehr. Ich habe für morgen noch eine andere Jogginghose und ein anderes T-Shirt, aber das war's auch. Ich habe Daria schon gesagt, Daria, ich komme heute in Jogginghose. Toll, sporty Look. Ja, so ist es halt. Genau, das heißt, in dem Vlog sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder, in aller Frische, ganz früh. Und dann sehen wir uns. Achso, ich zeige euch noch ein bisschen die Wohnung, wie sie jetzt leer aussieht. Das kann ich schon machen, damit ihr nicht nur mein Gesicht seht. Ja, das ist mein Wohnzimmer. Wie gesagt, das muss ich noch mitnehmen. Da steht der Fernseher. Ja, die Couch bleibt hier. Die Sensi-Lampe muss ich noch ins Auto packen. Ja, hier ist alles leer. Die eine Pflanze muss ich noch reinnehmen, weil das Problem ist, die wächst auf so einem Stein. Und der Stein ist aber nicht mehr fest in diesem Behältnis. Und das zieht sich hier unten ihr Wasser auch. Deswegen nehme ich das so mit ins Auto. Ja, soweit. Genau, mein Flur. Der Spiegel bleibt da. Das muss ich jetzt gleich zur Telekom mitnehmen. Küche bleibt. Die muss ich noch mitnehmen. Ich sage jetzt ihren Namen nicht, sonst sieht sie gleich an. Das bleibt alles hier, die Kaffeemaschine bleibt hier, die Küche bleibt hier. Ich weiß nicht, ob der Nachmieter die Küche nimmt. Das sind noch Sachen, die meine Mutter später abholen wird. Hier mein Schlafzimmer. Das Gute ist, ich kann meine Wohnung sozusagen dreckig hinterlassen. Ich kann die ganzen Nägel drin lassen, so weil ich die auch so übernommen habe. Ja, das war mein Kleiderzimmer, Ankleidezimmer. Mit den ganzen Schränken. Genau. Und ja, das war meine Abstellkammer, die war sehr hilfreich. Sowas habe ich nicht. Das Schwerlastregal lasse ich auch drin, das muss ich noch mitnehmen. Ins Auto, ja, Gästetoilette, ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Ist halt eine Gästetoilette. Das ist nochmal Staubsauger, den ich gleich einpacken muss, ja, und mein Badezimmer. Mit Dusche, die ganzen Schränke hier, die noch drin sind, die holt auch meine Mama, das ganze Waschmittel, den Schrank und den auch. Ja, das holt alles meine Mama noch irgendwann ab. Ich habe ja noch die Wohnung bis Ende Oktober. Das heißt, ja, ist noch genug Zeit. Und meine Mama ist auch netterweise so, also meine Mama ist so nett und wird hier auch nochmal durchwischen und die Küche nochmal putzen, genau. Aber ich werde wahrscheinlich auch noch einmal im Oktober herkommen, vielleicht sogar für die Schlüsselübergabe, mal sehen. Ja, ich würde sagen, ich pack's und ich fahr los. Guten Morgen aus meinem sehr vollen Auto, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Ja, so wie der LKW gestern aussah, sieht jetzt auch mein Auto aus. Aber alles gut, Fahrt bisher läuft gut. Ich habe noch eine Stunde 19 bis zur Grenze, bin kurz vor Singen. Und ja, dann hoffe ich, klappt auch alles mit dem Auto. Und dann ja, melde ich mich gleich noch von, entweder von der Grenze nochmal oder wenn ich dann zu Hause bin. Und ich zeige euch jetzt mal noch, wie ich das Schloss transportiere, weil das tatsächlich einige interessiert hat. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe die Spitze, also den oberen Teil vom Schloss, weil das kann man ja auseinanderbauen, in einen Wäschekorb gepackt und da ist ja sehr unstabil, ist dieses obere Teil, mit so Handtüchern drumherum gewickelt. Ja, dann falls was abfallen sollte, aber bisher ist alles dran geblieben, dass in den Korb fällt und durch die Handtücher ruckelt es halt nicht hin und her. Das Einzige, was lustig ist, die Spitze, die vibriert immer so beim Fahren. Und das Unterteil, also hier steht mein Korb,
ich habe immer einen Korb im Auto. Da ist alles Lebensnotwendige drin, für mich immer griffbereit. Ich brauche immer alles griffbereit. Und das untere Teil steht da unten. Und ich habe da nur links die Spitze, also das sieht man, die Türme abgemacht, weil der Korb hier so gegenhält. Ne? Aber sonst passt es. Es steht, es rutscht nicht. Ich sehe nur, Donald ist ein bisschen umgekippt, aber das passt ja. Also bisher läuft's. Viele von euch haben mir auf Instagram geschrieben, dass sie das irgendwie in Frischhaltefolie gepackt haben oder Luftpolsterfolie. Das war mir tatsächlich alles zu risky, weil wenn ich das umwickelt hätte, wäre 100% mehr abgefallen als jetzt, die ich ja bewusst abgemacht habe. Also das war mir alles zu riskant mit der Folie. Ja, die Folie würde dann Teile auffangen, wenn sie abfallen. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo dann alle Teile waren, wenn da so viel abfällt. Also bisher läuft es ganz gut. Ich denke mal, das Schloss kommt noch heile an. Ich muss dann nur noch heile hochtragen. Genau. Hab jetzt alle menschlichen Bedürfnisse gestillt, mir einen Kaffee geholt, was zu essen und war ums Eck. Und fahre jetzt weiter. Von der Grenze. Und nein, ich bin leider noch nicht durch. Ich bin eben am LKW vorbeigefahren. Der steht in dieser langen Zoll-Anstehschlange für LKWs. Und die ist wirklich lang. Also ich bin aber erstmal froh, sie überhaupt gesehen zu haben, weil man weiß ja nie, fährt man dann doch vielleicht woanders hin oder, keine Ahnung, sind sie noch nicht da oder sind sie vielleicht schon an der Grenze und ich stehe noch hier oder so, müssen die auf mich warten. Und ja, lieber warte ich auf sie als die auf mich, ne? Und wird auch der Fall sein, weil es sind locker 50 bis 100 LKW vor denen. Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich bin an den ganzen LKW vorbeigefahren und stehe jetzt auch noch in der Schlange. Ich bin also noch nicht da am Zoll. Und es geht irgendwie alle 5 Minuten so zwei, drei Meter weiter. Also es dauert hier wirklich ewig. Durfte aber mit dem PKW wesentlich weiter vorfahren als jetzt die LKW. Wetter ist schön, es ist warm. Deswegen habe ich jetzt die Fenster auch aufgemacht, weil ich natürlich die ganze Zeit jetzt nicht im Stehen das Auto anlassen werde und die Klimaanlage. Deswegen habe ich die Fenster offen und höre Sei hier Gast-Podcast. Um mir die Zeit zu vertreiben und habe auch jetzt eben noch eine Spotify-Playlist erstellt. Moni Maus Playlist, verlinke ich euch gerne unten in der Infobox, mit aller möglicher Disney-Parks-Musik. Da habt ihr dann Lieder über Dream Enchantrider, Illuminations, aber auch Together, also alle mögliche Musik findet ihr da in der Playlist und könnt ihr hören, wenn ihr irgendwie Sehnsucht nach dem Disneyland habt oder auf dem Weg ins Disneyland seid und um euch vorzubereiten, um euch einzugrooven oder einfach nur so. Und wenn ihr es hört, könnt ihr mich auch gerne mal verlinken auf Instagram. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, so sieht es gerade aus. Ich bin mal gespannt. Also ich schätze mal, ich habe eben 1,5 Stunden auf Instagram gesagt. Ich glaube, es wird länger. Wenn ich sehe, wie langsam ich hier vorankomme, seit 25 Minuten, bin noch immer noch nicht an der Grenze da. Ich erhöhe mal auf 3 Stunden. Mal gucken. Ich habe Wasser noch dabei. Ich habe mir eben an der Tankstelle ein Brötchen geholt und Kaffee. Ich hoffe nur, dass sie dort eine Toilette haben, wenn ich mal da bin. Sonst wird es schwierig. Eieiei. Naja. Die Männers haben gestern auch gerechnet, dass es schneller geht, aber das kann man halt nicht beeinflussen. Man weiß nie, wie viel hier los ist an der Grenze. Und ich kann euch sagen, es ist einiges los. Naja, das Wetter ist schön. Ich habe genug zu trinken dabei. Verdursten werde ich nicht. Ich habe auch noch mein Tablet dabei und mein Laptop. Das heißt, ich könnte auch noch Videos schneiden, weil ich habe noch ein Video zu schneiden. Oder das Video könnte ich schon mal anfangen zu schneiden. Also, ich werde mir schon irgendwie die Zeit vertreiben. Akku, Powerbank habe ich dabei. Sonst lade ich halt ein bisschen im Auto. Wer die Zeit schon irgendwie vertreiben können. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Übrigens, Schloss steht immer noch. Obwohl ich ja eigentlich nicht so die langsamste, also ich fahre schon sehr rasant. Habe jetzt natürlich Vollbremsung und sowas versucht zu vermeiden. Aber die Kurven habe ich nicht immer so sanft genommen. Und es steht noch. Einmal habe ich stark gebremst, da ist der Kopf so ein bisschen nach vorne gekippt. Ich so, aber nein, es steht noch alles.
Es graut mir auf jeden Fall auch dann schon, die ganzen Sachen noch heute hochtragen zu müssen. Und ich muss später noch zu XXL Lutz meinen Balkonstuhl abholen. Der liegt da nämlich schon seit über einem Monat. Und ich habe mal gefragt, können wir das noch ein bisschen verlängern? Weil ich hatte halt kein Auto, um es abzuholen. So, jetzt geht's kurz weiter. Wir sehen uns gleich. Ja, kurzes Update von mir. Ich bin jetzt an der Grenze, schon ein bisschen länger. Habe 35 Minuten gewartet, bis ich hier war. Und hier gibt es auch eine Toilette. Und warte jetzt tatsächlich hier. Da seht ihr so meine Sitzecke. Mit Wasser, mit meinem Fuß, meiner Fußmatte von zu Hause. Und ja, ich werde jetzt auch nicht so lange labern, weil ich habe gerade schon das Video angefangen zu schneiden. Und ist schon fast 20 Minuten lang. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich dann, also den Vlog auf jeden Fall noch beenden, bis der Umzug vorbei ist und dann das Ganze einräumen und so. Dann mache ich dann einen neuen Vlog zu. Genau. Jetzt wird das alles hier zu lang. Aber ja. Mal gucken, wie lange ich jetzt am Endeffekt warte. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber ich wollte schon mal sagen, dass ich alleine 35 Minuten gewartet habe. Ja, ich habe jetzt heute kein Make-up auf drauf, das heißt, ihr müsst mir beim Look klarkommen. Oh, ein bisschen außer Puste, weil ich gerade schon ein paar Runden gemacht habe vom Auto hoch. Ja, wir sind da. Hat alles geklappt mit dem Autoverzollung und sonstige Verzollung. Und die Jungs haben 4 Stunden gewartet. 4. Bei mir waren es dann insgesamt 3, glaube ich. Naja, die bauen jetzt gerade den Aufzug auf, weil die möchten... Ich komme gleich gerade hoch. Moment. Oh Gott, ich bin gerade fertig mit der Welt. Gott, ist das anstrengend, ist heute so heiß. Ja, ich habe jetzt gerade mein Auto auch noch leer geräumt. Ich glaube, ich bin 8 Mal oder so jetzt hoch und runter gelaufen. Oh Gott. Die Männer sind jetzt auch weg. Die haben so eine Dreiviertelstunde jetzt hier noch ausgeräumt mit dem Aufzug. Den haben sie auch installiert am Balkon. Den haben sie jetzt auch stehen lassen bis morgen. Das Problem ist, dass der LKW-Fahrer sich an seine Ruhezeiten halten muss. Und genau, deswegen konnten sie jetzt nicht länger machen, weil der LKW-Fahrer halt seit heute Nacht um 3 schon fährt. Ja, deswegen sind sie morgen dann um 7:30 wieder hier auf der Matte. Das heißt, wieder früh aufstehen. Oh Gott, ist das schlimm, furchtbar aus. Ungeschminkt, verschwitzt, mit Pickel auf dem Kinn, ist super. Naja, so sehe ich halt auch mal aus, ne? Ich bin nicht immer hier mit künstlichen Wimpern und perfekt geschminkt. So ist das manchmal. Beim letzten Umzug habe ich mich auch sehr oft ungeschminkt gesehen. Ich weiß nicht, was ich jetzt letztes Mal noch erzählt habe. Also, sie haben 4 Stunden am Zoll angestanden. Mit mir, mit dem Warten waren es 3. Dann sind wir noch, da mussten wir noch mal zum deutschen Zoll. Die mussten was abstempeln. Dann nochmal zum Schweizer Zoll. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber ohne Probleme. Insgesamt waren wir, glaube ich, 1/2 Stunde nochmal beim Zoll. Ja, habe jetzt alles abgestempelt bekommen, kann mein Auto hier anmelden. Irgendwann, das muss jetzt nicht super dringend sein. Muss nur dieses, das muss ich gleich mitnehmen, dieses Schreiben im Auto haben. Das ist schon angemeldet, ist hier in der Schweiz. Also vorläufig irgendwie so. Habe ich schon, ja, muss ich mit mir führen, haben sie gesagt. Dann habe ich noch 20 Franken bezahlt und dann sind wir losgefahren. Und dann sind wir hier angekommen, da war, also ich bin um kurz nach 3, glaube ich, angekommen. Und die waren dann 1/2, 3/4 Stunde später da. Genau, dann haben sie den Aufzug installiert und ja, schon auf jeden Fall was hochgetragen. Die Stühle hier zum Beispiel, ich habe schon was zum Sitzen. Oh Gott, ich bin froh, dass die Couch noch nicht da ist, weil dann können wir die Kartons da erstmal einigermaßen stapeln, weil die sollen sich natürlich auch die Wege nicht verbauen und so. Naja, auf jeden Fall, morgen 7:30 sind sie wieder hier, ich auch, aber ich gehe erstmal, fahre zu XXL Lutz, hole meinen Korb ab und dann fahre ich zu meinem Freund, da penne ich heute, also ich schlafe da heute und packe da noch meinen Thermomix ein ins Auto direkt und meinen Grill und noch ein paar Essens-Getränke-Sachen,
weil ich habe hier nichts. Gehe morgen erst zu Aldi, dann morgen früh. Ach, ich sag's euch, zum Glück hat meine Mama das Essen mitgegeben. Das mache ich mir jetzt auch warm im Backofen. Ich habe jetzt sonst nichts hier. Der Mikrowelle ist noch nicht da. Umziehen ist so anstrengend. Also ich habe wahrscheinlich nach dem Umzug brauche ich kein Fitnessstudio mehr. Ich habe dann wirklich einen trainierten Hintern nach den ganzen Treppenlaufen. Aber ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, ihr habt schon gesehen, ich habe meinen Stuhl aufgebaut. Den da. Habe ich von XXL Lutz, aber schon vor 5 Wochen bestellt. War im Angebot für 150 Franken. Also richtig guter Deal. Ja, so 155, 160 Euro gerade aktuell. Ja, ich wollte schon lange so einen haben. Und jetzt, als ich ihn im Angebot gesehen habe, habe ich zugeschlagen. Bin richtig happy, die kommt da auf den Balkon. Aber gerade laden ja die Männer aus und deswegen... Ja, richtig happy. Ich habe ja fast alle Möbel bei mir in der Wohnung aufgebaut, außer jetzt was wie Bett oder den Schiebeschrank. Aber sonst die ganzen IKEA-Sachen baue ich alle selbst auf, tatsächlich. Ja. Ich hänge auch Bilder an die Wand und so. Also ist, will ich jetzt nicht egoistisch klingen, aber habe auch schon ein bisschen, bin auch ein bisschen handwerklich begabt. Genau, ich sehe gerade, die Männer parken um. Ja, parken ein bisschen um. Ja, genau. Also es läuft, es läuft, es läuft. Es ist 17:45 abends und sie sind fertig. Also hat jetzt noch sehr lange gedauert. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber die haben tatsächlich noch 2 Stunden Verzug gehabt, weil meine IKEA-Packschränke, die passen zwar rein, aber die Decke ist ein bisschen niedriger. Das heißt, die konnten sie nicht durch Kippen aufstellen und mussten sie abbauen und im Stehen wieder aufbauen. Sie stehen jetzt genau haargenau unter der Decke. Aber das hat mega aufgehalten, weil ich natürlich viele Packschränke habe. Ja, und ihr seht noch meinen Kartonberg hinter mir. Ja, den muss ich heute noch abbauen, weil da, wo die Kartons stehen, muss morgen die Couch hin, weil die wird morgen geliefert. Aber meine Mama müsste auch gleich da sein, dann werden wir erstmal hier putzen und dann werde ich nochmal das alles verräumen. Und dann muss ich heute noch zu meinem Freund fahren zum Schlafen, weil... die sind ja zu dritt, meine Mama und 2 Freundinnen und 2 können im Bett schlafen und einer auf der Luftmatratze und ich habe dann keinen Schlafplatz mehr. Und morgen, da die Couch da ist, dann haben wir noch einen Schlafplatz mehr. Ja, das heißt, heute wird noch ein langer Tag, morgen muss ich dann wieder ins Büro. Meine Mama und ihre Freundin bleiben dann hier. Genau, also steht noch viel an, aber das seht ihr dann nicht mehr in diesem Vlog. Im nächsten Vlog zeige ich euch dann die Couch und dann, wie es dann hier ein bisschen besser aussieht. Weil jetzt aktuell, nein, das geht nicht. Aber ich kann euch meinen Stuhl zeigen. Den habe ich euch noch hier noch nicht gezeigt. Das mache ich noch. Ja, da ist er. Mein Hängesessel von XXL Lutz. Genau. Bin sehr verliebt. Er ist super bequem. Habe schon jetzt öfter drin gesessen und so. Und ja, der steht schon mal am richtigen Platz. Und auch die Gartenmöbel und so stehen auch schon mal am richtigen Platz. Aber... der Rest fragt nicht. Also klar, die Möbel stehen auch am richtigen Platz, aber es ist anstrengend. Ja. Aber wie gesagt, in diesem Vlog verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich werde jetzt gleich noch in den Baumarkt fahren müssen. Adapter kaufen für meine Mehrfachsteckdosen. Sonst kann ich nichts anschließen, weil hier sind ja die Steckdosen anders und da müssen wir unser Adapter noch holen. Genau, das mache ich jetzt auch noch gleich und dann hören wir uns im nächsten Vlog aus meiner Wohnung wieder. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen mit dem Umzug. Wenn er euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.